Willkommen zurück zur Vorlesung Differentialgleichung im System Erde. Heute möchte ich mal ein paar Tipps zur fünften Übungsaufgabe geben, also zur 1D-nichtlinearen Advektion. Ich habe hier mal den Übungszettel geöffnet und zu der ersten Aufgabe hatte ich eigentlich während der Vorlesung bereits diverse ziemlich ausführliche Tipps gegeben. Also da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das bezieht sich also auf dieses Notebook 1D Nonlinear Advection. Könnt ihr also nochmal durchsehen. Also überall da, wo einen die Exercises anschreien, da soll man halt irgendwas machen. So, und neben den eigentlichen Übungsaufgaben möchte ich auch noch so ein etwas anderes Thema ansprechen, wozu ich in der Vorlesung eigentlich keine Zeit hatte, weil die FAIR-DGL-Vorlesung grundsätzlich vorlesungstechnisch etwas unterdimensioniert ist. Also ich wäre eigentlich sehr viel zufriedener, wenn das irgendwie 4 Semesterwochenstunden Vorlesung und 2 Semesterwochenstunden Übung dazu geben würde, aber okay, kann ich jetzt nicht ändern. So, ich bin also wieder auf dem WebLab-Server in dem WS20-FAIR-DGL-Ordner und zwar im klassischen Notebook-Modus. Und wir waren ja hier in diesem Unterordner 04-Advection-1D und hatten uns in der Vorlesung dieses erste Notebook angeschaut. Und ich möchte jetzt auf dieses zweite Notebook eingehen, CFL-Condition. Weil das einen relativ wichtigen Aspekt allgemein der numerischen Modellierung zum Thema hat. Das heißt, ich werde hier erstmal wieder das Notebook auf Trusted setzen und dann den ganzen Krempel hier mal deaktivieren. So. Gut, nochmal ganz kurz als Wiederholung, was war der letzte Stand? Wir hatten also das 1D-lineare und 1D-nichtlineare Advektionsproblem mit Hilfe von finiten Differenzen gelöst. Zumindest so ansatzweise. Also es kam zwar so mehr oder weniger das raus, was wir erwartet hatten. Das heißt, unsere Massenverteilung hat sich irgendwie im Raum bewegt oder Temperaturverteilung oder was auch immer. Aber womit wir noch nicht so ganz zufrieden sein können, ist, dass die Form der Masse nicht wirklich erhalten geblieben ist. Das heißt, aus dieser Rechteckfunktion, die wir da betrachtet haben, wurde dann plötzlich irgendwie so eine gaußsche Glockenkurve. Und das lag einfach daran, dass da eine sogenannte numerische Diffusion aufgetreten ist. Und das hängt halt damit zusammen, dass der räumliche Gitterpunktabstand wahrscheinlich etwas sehr groß angesetzt war. Und da gab es in einem Teil des Notebooks auch den Hinweis, probiert doch mal selber aus, was passiert, wenn man jetzt den Gitterabstand verfeinert. Also wenn man mehr räumliche Gitterpunkte verwendet und damit dann den Gitterpunktabstand verkleinert, also das dx gegen 0 laufen lässt. Also exakt 0 kann man es im Computer natürlich nicht machen, das würde zu riesigen Rechenzeiten führen und noch diversen anderen Problemen. Aber okay. Und genau das will ich jetzt hier in dem Notebook auch nochmal machen. Also ich will nochmal so ein bisschen diskutieren, ob die Lösung jetzt genauer wird, wenn wir das ganze Modell räumlich verfeinern. Das heißt, ich lade hier erstmal wieder die üblichen Notebooks, die Fonts. Und ich habe jetzt hier so eine Funktion geschrieben, Linear Advection. Also da habe ich einfach alles reingeworfen, was in den letzten Notebooks noch so in verschiedenen Zellen waren. Beziehungsweise der Code stammt von Luina Barber und ich habe den so ein bisschen modifiziert. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das heißt, ich habe als Eingabeparameter einfach die Zahl der räumlichen Gitterpunkte nx und dann noch so ein paar optionale Parameter, also die Größe des Gebiets. Das ist also hier per Default auf 2 gesetzt, also genauso wie im ersten Beispiel. Dann kann man hier auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit ändern. Das C ist also per Default hier auf 1. Genauso der zeitliche Gitterpunktabstand und die Zahl der Zeitschritte. Das ist jetzt hier also auf 0,025 und auf 20 Zeitschritte gesetzt. Gut, könnt ihr euch hier nochmal durchlesen in der Kommentarfunktion.
Dann mache ich genau das, was ich im letzten Notebook so auf verschiedene Zellen verteilt hatte. Das heißt, ich definiere erstmal die Diskretisierung meines Gitters, also die räumliche Diskretisierung, rechne hier mein dx aus dem L und dem nx aus, berechne dann hier die räumlichen Gitterpunktkoordinaten, setze dann hier meine Anfangsbedingung. Das war ja einfach diese Rechteckfunktion, die konnte man also mit Hilfe von NumPy.Ones und so einer Maske definieren. Die Rechteckfunktion sollte ja für alle x-Werte größer gleich 0,5 und kleiner gleich 1 auf 2 gesetzt werden. Das heißt, mit dieser NumPy-Where-Funktion hat man sich erstmal die Indizes herausgegriffen, für die hier dieses x-Koordinaten-Array halt genau diese Bedingung hier erfüllt. Und auf diese Indizeswerte hat man dann zurückgegriffen und einfach die entsprechenden Indexwerte in U0 von 1 auf 2 gesetzt. Das war also so die Idee dahinter. Das hier ist dann einfach der finite Differenzencode zur Lösung des 1D-linearen Advektionsproblems. Das heißt, ja, wird hier erstmal initialisiert mit U0, das wird also erstmal nach U kopiert. Und dann habe ich hier zwei Vorschleifen, eine Vorschleife über die Zeitschritte und eine Vorschleife über die räumlichen Gitterpunkte. Dem Skript von Luina Barber war das noch ein bisschen anders. Man kann das auch so über Vektornotation veranstalten. Das habe ich hier als Kommentar mal drin gelassen. Dann kann man sich hier diese Vorschleifen und dieses Hin- und Herkopieren zwischen alten und neuen Werten noch sparen. Aber das wollte ich jetzt in der Vorlesung nicht erklären, sondern wir setzen jetzt klassisch einfach auf Vorschleifen. Und was man dann machen musste, man musste einfach hier dieses Zeitintegrationsschema für das 1D-Advektionsproblem hinschreiben. Das habe ich jetzt hier nicht nochmal explizit erwähnt. Da könnt ihr einfach nochmal in das andere Notebook reinschauen. Also das ist einfach die Lösung der 1D-linearen Advektionsgleichung mit einer konstanten Strömungsgeschwindigkeit c. Gut, und hier unten wird einfach das Ganze geplottet, also der Anfangszustand und der Endzustand nach der Finite-Differenzen-Modellierung. So, das heißt, das kann ich einfach ausführen. Jetzt habe ich eine Funktion, mit der ich sehr schön rumspielen kann, mit der ich also die Zahl der räumlichen Gitterpunkte einfach mal variieren kann. Das heißt, ich teste hier einfach mal 41 Gitterpunkte. Nicht? Da sieht man, da kommt genau dasselbe raus wie beim letzten Mal. Ich habe also hier die Anfangsbedingung. Und nach einer gewissen Zeit, also genau nt gleich 20 Zeitschritten, hat sich dann die Verteilung, die ich hier habe, U, also Dichte oder Temperatur, von links nach rechts verschoben. Hat dabei aber dann dummerweise auch die Form verändert. Das ist eigentlich das, was wir nicht haben wollen. Das heißt, wir können auch einfach mal die Zahl der Gitterpunkte erhöhen. Und zwar von 41 auf 61. Dann sieht man, wird das Ganze schon etwas rechteckigerer. Ja, also man sieht immer noch, die Flanken werden so ein bisschen aufgeweicht, aber das wird schon besser. Scheint also in die richtige Richtung zu laufen. Probieren wir mal 71 räumliche Gitterpunkte. Nicht? Man sieht, es wird noch besser. Das heißt, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ja, das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn wir jetzt noch weiter verfeinern, müsste es eigentlich immer besser werden. Probieren wir also mal 85 Gitterpunkte aus. Und ups, da scheint irgendwas falsch zu laufen. Ja, also man sieht, das sieht jetzt zwar noch rechteckiger aus als vorher, aber ich habe hier so komische Instabilitäten. Genau in den Bereichen, wo ich hier die Diskontinuität habe. Das heißt, irgendwas läuft jetzt schief. Ich kann das Ganze auch noch weiter erhöhen, meinetwegen auf 95. Und das wird dann nur noch schlimmer statt besser. Gehen wir mal auf 195. Man sieht, ich bekomme diese komischen Instabilitäten hier heraus. Wenn man mal die Amplituden hier nicht klippen würde, würde man auch sehen, dass die ziemlich stark wachsen, die Amplituden. Also die Lösung wird einfach instabil. Und das hat einen bestimmten numerischen Grund.
Und den versucht Lorena Barber hier mit Hilfe von Raumzeitdiagrammen und charakteristischen Linien zu erklären. Finde ich einen ganz netten Ansatz, aber so richtig überzeugend ist er für mich eigentlich nicht. Was man jetzt eigentlich machen muss, ist, man muss eine sogenannte von Neumann-Analyse durchführen oder eine sogenannte Stabilitätsanalyse. Stammt also von dem berühmten Mathematiker und Computerpionier John von Neumann. Und was dann aus dieser von Neumann-Analyse herauskommt, die will ich jetzt gar nicht im Detail hier in der Vorlesung erläutern, dafür gibt es also auch wieder eine Vorlesung im Masterstudiengang, ist, dass es ein bestimmtes Kriterium zu erfüllen gibt, damit die Modellierung nicht instabil wird. Und das sieht also so aus, dieser Wert Sigma hier, also die Ausbreitungsgeschwindigkeit c mal Delta t durch Delta x, also die zeitliche Diskretisierung geteilt durch die räumliche Diskretisierung, das muss kleiner gleich 1 sein. Ja? Wenn das Ganze nicht kleiner gleich 1 ist, wird die Lösung da oben instabil. Das kann man also mathematisch zeigen. Und was man jetzt also machen kann, ist, man kann dieses Kriterium hier nach dem Zeitschritt umstellen und hat dann ein Kriterium, was mir eine maximale Größe der zeitlichen Diskretisierung vorgibt. Für ein gegebenes Delta x und ein gegebenes c, also eine gegebene Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und dieses Stabilitätskriterium, das ist das berühmte Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium. Da habe ich mal hier das Originalpaper verlinkt. Das stammt aus dem Jahr 1928 über die partiellen Differentialgleichungen der mathematischen Physik von Richard Courant, Karl Friedrichs und ich weiß nicht mehr, was H hieß, Lewy. Ich glaube Henry oder so. Und die haben also im Jahr 1928, wohlgemerkt zu einer Zeit, wo es noch nicht wirklich Computer gab, also zumindest keine digitalen Computer, also häufig wurden dann komplizierte Rechnungen von den Hiwis durchgeführt, damit man dann also für sehr grob aufgelöste Gitter tatsächlich auch finite Differenzenlösungen herausbekam. Und die haben dieses Kriterium das erste Mal hergeleitet. Und wenn man sich mal dieses Paper hier so durchblättert, muss man schon ziemlich genau suchen, um dieses Kriterium hier tatsächlich zu finden. Ja? Aber irgendwo in diesem Paper ist es versteckt. Könnt ihr also selber mal gucken, wo sich das genau befindet. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Nicht? Also das gehört auch auf die Liste von Dingen, die man aus der Vorlesung irgendwie mitnehmen sollte. Und nach Möglichkeit nicht vergessen sollte, also irgendwie in die Großhirnrinde sich einbrennen lassen sollte, dass es also so ein Zeitschrittkriterium gibt. Und man kann aufbauend auf der Von-Neumann-Analyse übrigens auch ein Kriterium für das Delta X hier finden. Aber das ist ein Thema für eine andere Vorlesung. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass dieses Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium eingehalten wird. Und das wollen wir jetzt hier einfach mal in den Code implementieren. Das heißt, ich habe den Code jetzt hier runterkopiert und nochmal ein bisschen umgenannt. Also nach Linear Advection Courant Friedrichs Lewy. Es gibt jetzt hier einen weiteren Parameter oder genauer gesagt zwei weitere Parameter. Einmal die maximale Modellierungszeit, die gebe ich jetzt also tatsächlich vor. Und dieses Sigma, was hier oben steht, das also in das Stabilitätskriterium eingeht. Und da sind wir mal sehr konservativ und setzen das Sigma nicht auf 1, was so am Rande der Stabilität kratzt, sondern mal auf 0,5. So, dann sieht man, dass ich hier in dieser Zelle, in dieser Zeile das dt neu berechnet habe. Das wird jetzt also nicht hier oben einfach vorgegeben als Eingabeparameter, sondern das stammt hier aus dem Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium. Das heißt, es wurde hier einfach nach dt umgestellt. Nicht? Man sieht dann hier steht Sigma mal Delta x, das ist genau das, durch c. Und das Sigma habe ich jetzt ja hier per Default auf 0,5 gesetzt. Ihr könnt aber später auch gerne nochmal rumexperimentieren, was passiert, wenn man es exakt auf 1 setzt. Oder wenn man das zum Beispiel auf größer 1 setzt, was ja das Kriterium hier verletzt. Nicht, deswegen habe ich das hier erstmal als optionalen Parameter vorgegeben, aber man kann das im Prinzip auch später noch variieren.
Ja, und dann wird aus dem Zeitschritt unter Maximalzeit, deswegen wurde die hier oben auch noch als neuen Parameter angegeben, die Zahl der Zeitschritte definiert. Das ist also einfach der Integerwert aus tmax durch dt. Gut, und der Rest von dem Code bleibt eigentlich gleich. Ich habe dann hier das Integrationsschema, hier werden die Anfangsbedingungen definiert und hier unten das Ganze geplottet. Ich habe jetzt also nur dieses Stabilitätskriterium eingebaut. Und jetzt müsste eigentlich der Code immer stabil bleiben. Testen wir das mal. Das heißt, ich setze mal das t-max auf 0,5 und lasse das Ganze jetzt hier nochmal mit 85 Gitterpunkten laufen und dem t-max von 0,5 Sekunden. Man sieht, jetzt habe ich tatsächlich eine stabile Lösung herausbekommen. Weiter oben wurde das ja instabil. Also wenn ich hier 85 Gitterpunkte verwendet hatte, wurde das instabil. So, wir können jetzt zum Beispiel auch nochmal das Sigma variieren. Also ich kann hier vorgeben, Sigma gleich 0,1,0. Man sieht, das bleibt auch noch stabil. Wenn ich dann aber das Sigma auf 1,2 setze, wird es natürlich instabil. Ja, war irgendwie klar. Also man sollte da einen gewissen Sicherheitsfaktor verwenden und ich lasse es jetzt mal auf dem Default-Wert Sigma gleich 0,5. So, jetzt kann ich das noch weiter vergrößern, also meinetwegen hier 441 Gitterpunkte. Man sieht, das wird also sehr viel rechteckiger, die Rechteckfunktion. Und hier unten habe ich es dann mal auf 2000 gesetzt. Ja, wird dann also noch rechteckigerer. Das sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Können das vielleicht nochmal hier kopieren. Moment mal, muss ich mal die Toolbar wieder einschalten. Ich kopiere das einfach mal darunter und setze das mal auf 4000. Und man sieht jetzt auch sehr schön, die Rechenzeit nimmt natürlich zu, was ja irgendwie klar ist. Ich habe einmal mehr räumliche Gitterpunkte. Und zum anderen habe ich jetzt durch dieses Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium auch noch eine Begrenzung des Zeitschritts. Das heißt, ich muss auch noch mehr Zeitschritte rechnen, nicht? Das sieht man hier auch. Hier steht jetzt NT, da braucht man fast 2000 Zeitschritte. Bei den 2000 räumlichen Gitterpunkten brauchte man nur 1000 Zeitschritte. Das heißt, die Genauigkeit geht jetzt auf Kosten der Rechenzeit, aber okay, das Opfer muss man halt bringen. Wenn man das Ganze halt auch nicht nur irgendwie gelöst haben will, auch wenn es physikalisch blödsinnig ist, sondern vor allen Dingen auch genau gelöst haben will. Jetzt habe ich das mal auf 8000 gesetzt. Das wird jetzt natürlich ziemlich lange dauern. Ja, könnt ihr mal selber da nochmal so ein bisschen rumprobieren, was dann rauskommt. Man sieht auf jeden Fall, das Ganze läuft jetzt in die richtige Richtung. Nachdem ich jetzt dieses Stabilitätskriterium eingeführt habe, kann ich jetzt also die räumliche Diskretisierung signifikant noch weiter verfeinern und erhalte dann auch eine entsprechend genauere Lösung. Also das hier sieht schon fast exakt rechteckig aus. Das heißt, so sollte das auch gemäß unserer analytischen Lösung eigentlich ablaufen. Ich habe erstmal hier diese Rechteckfunktion als Anfangsbedingung und dann lasse ich die einfach mal mit einer Geschwindigkeit von einem irgendwas, also zum Beispiel einem Meter pro Sekunde, hier nach rechts laufen. Und dann bewegt sich einfach die Verteilung von hier nach hier und dann erhalte ich also als finale finite Differenzenlösung halt meine schöne Rechteckfunktion. So, ja, was haben wir jetzt also hier gelernt? Dieses ganz entscheidende Kriterium hier, das Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium für den Zeitschritt, das muss erfüllt werden. Ansonsten wird die numerische FD-Modellierung halt instabil. Das heißt, der Zeitschritt muss irgendwie nach oben begrenzt werden und zwar abhängig von der räumlichen Diskretisierung geteilt durch die Ausbreitungsgeschwindigkeit und dieser sogenannten Courant-Zahl Sigma, die wir jetzt hier in unserem Fall auf 0,5 gesetzt haben. Man kann die aber auch weniger konservativ ansetzen und auf 0,9 oder so setzen. Ja, das hat dann den Vorteil, dass wir nicht ganz so viele Zeitschritte bei einer vorgegebenen Diskretisierung hier berechnen müssen.
So, das ist also ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium. Und das hätte ich eigentlich gern in die Vorlesung reingenommen, aber das passte halt gerade eben nicht mehr. Das heißt, diesen Teil des Videos solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen. Alles, was jetzt kommt, sind eigentlich nur noch Tipps, wie man noch einige Dinge verbessern kann und ein paar Tipps zur Übungsaufgabe, die jetzt im nächsten Notebook ansteht. Dann noch ein Wort zu diesem Faktor Sigma hier. Der hängt davon ab, was für ein finite Differenzenschema man verwendet, also vorwärts oder rückwärts oder zentrale Operatoren. Und was für ein Problem man ganz allgemein löst. Nicht? Also habe ich jetzt ein Advektionsproblem oder habe ich ein Diffusionsproblem oder habe ich alles irgendwie miteinander kombiniert. Das heißt, da können so leicht unterschiedliche Sigma-Faktoren herauskommen. Aber das Kriterium an sich bleibt mehr oder weniger erhalten. Es wird vielleicht ein bisschen komplizierter noch, aber das heißt, zum fünften Mal, das ist also ein ziemlich entscheidendes Kriterium, das Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium. Gut. So, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Jetzt wollen wir im dritten Notebook nochmal dieses Thema numerische Diffusion ein bisschen genauer aufgreifen. Das scheinen wir jetzt ja irgendwie in den Griff bekommen zu haben. Mal wieder auf Trusted setzen. So. Moment, ich könnte vielleicht auch einfach mal den Inhalt hier löschen, dann wird das nicht immer gleich alles gespoilert. So. Was ich jetzt eben gemacht habe, ist, ich habe einfach hier den Output von allen Zellen gelöscht. Das kann man übrigens unter JupyterLab auch nicht machen. Und dann sieht man nicht immer gleich, was beim Ausführen der verschiedenen Zellen alles rauskommt. Das spoilert irgendwie so ein bisschen die Lösung. Ja. So, das heißt, jetzt sind wir hier im dritten Jupyter Notebook und das enthält jetzt auch wieder einige Übungsaufgaben. Zwar soll es jetzt hier nochmal um das Thema numerische Diffusion gehen, und zwar für das 1D lineare Advektionsproblem. So, habe ich nochmal hier zusammengeschrieben, könnt ihr euch nochmal durchlesen. Also, wie funktioniert dieses Forward in Time, Backward in Space Verfahren, um jetzt das 1D-Advektionsproblem zu lösen? Das hatte ich ja in der Vorlesung ausführlich erklärt, werde ich jetzt hier nicht nochmal alles erklären. Also, es kommt dann am Ende, wenn man die verschiedenen Vorwärts- und Rückwärtsoperatoren hier für die zeitliche und räumliche Diskretisierung verwendet, am Ende dieses Zeitintegrationsschema heraus. Und was ich dann hier auch nochmal hingeschrieben habe, ist dieses Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium aus dem letzten Jupyter-Notebook. Und hier ist auch nochmal die analytische Lösung. Gleich nochmal der Tipp, U0 ist kein Faktor, sondern eine Funktion mit dem Argument x minus c mal t. Also das nochmal zum tausendsten Mal zu der ersten Übungsaufgabe, die ihr lösen sollt. So, und um jetzt dieses Thema numerische Diffusion mal genauer zu beleuchten, wollen wir einfach mal unser Rechengebiet vergrößern. Bisher war das ja irgendwie nur 2 Meter oder sowas groß und wir vergrößern jetzt das Ganze mal auf 15 Meter und rechnen einfach mal ein bisschen länger. Das heißt, ich lade jetzt hier wieder die ganzen üblichen Bibliotheken, Schriftformatierung. Und hier habe ich diesen Linear Advection Code aus dem letzten Jupyter Notebook einfach geklaut und habe den hier nochmal umbenannt in FTBS, also für Forward in Time, Backward in Space. Und man sieht, die Gebietsgröße ist jetzt hier auf 15 Meter definiert. Alles andere ist mehr oder weniger gleich. Also nicht nur mehr oder weniger, sondern ziemlich gleich. Und jetzt wollen wir einfach mal die Lösung uns anschauen, wenn wir das Ganze 0,5 Sekunden propagieren lassen und mit einer räumlichen Diskretisierung von 2000 Gitterpunkten. Das sollte euch bekannt vorkommen. Das ist nämlich genau die Lösung, die wir im letzten Jupyter Notebook zuletzt hatten. Also wir hatten das sogar hier auf 8000 Gitterpunkte noch erhöht und man hat dann gesehen, wenn ich das also so ein klein bisschen hier im Raum propagiere, dann sieht die Lösung eigentlich ziemlich gut aus. Nicht? Ich habe jetzt im Gegensatz zur letzten Funktion, sehe ich gerade hier nicht nur die numerische Lösung geplottet, sondern in grün gestrichelt auch noch die analytische Lösung. Könnt ihr hier oben mal reingucken, wie das genau aussieht?
Wo habe ich denn das überhaupt gemacht? UA ist die analytische Lösung. Ach so, ja, das ist einfach, genau, kann man sich hier mal anschauen. Ich habe hier einfach die Anfangsbedingung gesetzt. Und die analytische Lösung ist ja effektiv die Anfangsbedingung, aber halt zeitlich verschoben um c mal t max, also die maximale Modellierungsdauer. Das heißt, ich habe das eigentlich genauso definiert hier wie die Anfangsbedingung, also auch wieder alles mit diesem NumPy.once. Und dann einfach geguckt, wo befindet sich denn jetzt meine Verteilung genau. Die ist jetzt also nicht mehr zwischen 0,5 und 1, sondern verschoben von 0,5 plus c mal t max. Das ist einfach hier unsere analytische Lösung. Ja, dasselbe dann hier auch nochmal. Und da habe ich mir für diesen Bereich halt eine Maske definiert und dann entsprechend die Werte hier von 1 auf 2 gesetzt. Und so kommt dann hier auch diese analytische Lösung heraus. Und das ist ganz wichtig, um jetzt also die numerische Lösung hier in Orange durchgezogen mal mit der analytischen Lösung zu vergleichen. Und blau gestrichelt ist halt der Anfangszustand gewesen. So, und das sah ja ganz ermutigend aus, wenn wir also das Ganze möglichst fein diskretisiert hatten, da kam eigentlich eine ziemlich brauchbare Lösung heraus, die sich, wie man jetzt hier sieht, auch sehr schön mit der analytischen Lösung deckt. So, was passiert jetzt aber, wenn wir die maximale Modellierungsdauer von 0,5 auf 13 Sekunden erhöhen? Ich rechne jetzt ein bisschen länger. Und da sieht man, das sieht jetzt schon nicht mehr so toll aus, nicht? Also hier ist wieder der Anfangszustand und ich habe jetzt diesen Haufen mit Masse von hier nach da bewegt durch die 1D-Advektionsgleichung. Und man sieht, die analytische Lösung ist noch korrekt, was mich jetzt auch verwundert hätte, wenn das nicht so gewesen wäre. Aber jetzt bekommen wir bei der numerischen Lösung wieder genau dasselbe Problem wie vorher, als wir so grob diskretisiert hatten. Nicht? Das heißt, ich sehe hier wieder so eine Gauß-Funktion. Das heißt, das Problem ist, selbst wenn ich ziemlich fein diskretisiere, bekomme ich, wenn ich nur lange genug modelliere, das Ganze tatsächlich sehr schnell auch wieder diese numerische Diffusion in meine Lösung hinein. Ja, das heißt, die Lösung wird also mit der Zeit wieder ungenau. Jetzt könnte ich natürlich hier den räumlichen Gitterpunktabstand wieder erhöhen, aber da hatten wir im letzten Notebook schon gesehen, das hat selbst für eine maximale Propagationszeit von 0,5 Sekunden ziemlich lange gerechnet. Ja? Das heißt, das ist keine wirkliche Option. Eine Alternative wäre jetzt vielleicht, das Finite-Differenzen-Verfahren irgendwie zu verändern. Und das sollt ihr jetzt also in den folgenden Übungsaufgaben mal ausprobieren. Also gibt es vielleicht, wenn ich an dem Finite-Differenzen-Verfahren herumdrehe, eine genauere Lösung? Nicht, ist ja klar, wir haben ja bisher für die räumliche Abtastung oder für die räumliche Ableitung nur den Rückwärtsoperator verwendet. Wir kennen aber eigentlich auch genauere Operatoren, also vielleicht wird dann die Lösung auch so ein bisschen genauer. Und genau das ist jetzt hier mal dargestellt. Also die erste Idee wäre jetzt einfach, die für die räumliche Ableitung nicht mehr den Rückwärtsoperator zu verwenden, sondern den zentralen Operator, wo man also schon intuitiv gesehen hat, dass der genauer ist als der Rückwärtsoperator. Und das Schema, was dann rauskommt, wenn ich also weiterhin für die Zeitableitung den Vorwärtsoperator verwende, ist das sogenannte FTCS-Schema. Also Forward in Time, Central in Space. Nicht? Das heißt, ich ersetze jetzt einfach hier die räumliche Ableitung durch den zentralen Operator. Und wenn ich das Ganze dann umforme, kommt halt diese Gleichung hier heraus. Ja? Das heißt, man muss jetzt nur minimal an dem Finite-Differenzen-Code was ändern und bekommt dann halt hoffentlich eine etwas genauere Lösung heraus. Und das sollt ihr jetzt hier halt auch machen. Das heißt, ich habe hier schon mal den Code zu 99,99% vorgegeben. Und was ihr jetzt halt nur machen müsst, ist, ihr müsst hier den alten Forward in Time, Backward in Space Operator ersetzen durch das FTCS-Schema. Nicht? Also das, was hier oben eigentlich schon steht,
kann man so mehr oder weniger kopieren. Man muss eigentlich hier nur ein plus 1 einmal hinzufügen und ein 2 mal. Das sollte man auch nicht vergessen. Hier steht jetzt ein 2 mal Delta x statt einem simplen Delta x wie hier bei dem Rückwärtsoperator. Und da solltet ihr auch, das ist auch ein beliebter Fehler gewesen, darauf achten, dass wenn ihr da das 2 mal setzt, dass ihr auch entsprechende Klammern setzt. Ja, weil das ist hier mit der Reihenfolge der Operation, wie das ausgeführt werden soll, nicht so ganz eindeutig festgelegt. Das heißt, hier schreit euch der Kommentar an, hier müsst ihr das also einfach einfügen und dann hier einfach mal ausprobieren. Also wieder 2000 räumliche Gitterpunkte und das Ganze über 13 Zeitschritte integrieren. So, und im nächsten Abschnitt steht dann schon, was euch ungefähr erwarten dürfte. Also das Problem ist, dieses Schema ist hochgradig instabil. Ja, das heißt, das Ganze wird jetzt hier nicht genauer, wie man intuitiv vielleicht erwarten würde, sondern das Ganze wird wieder instabil. Und wenn man da so eine von Neumann Stabilitätsanalyse durchführt, kann man auch zeigen, die wird nicht konditionierbar instabil. Das heißt, es gibt kein Kriterium, das irgendwie dieses Verfahren stabilisieren könnte. Ich kann also keinen Faktor Sigma in dem Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium finden, das mir ein stabiles Delta T liefert. Und der Grund dafür ist sogenannte negative Diffusion. Das klingt jetzt irgendwie so, als wenn das aus einem Star Trek-Film stammt. Was das einfach sagt, ist, ich habe genau das Gegenteil von numerischer Diffusion, beziehungsweise ich habe einen etwas extremeren Fall von numerischer Diffusion, nämlich negative Diffusion. Das heißt, Amplituden werden nicht gedämpft, sondern die werden verstärkt. Das heißt, meine Lösung explodiert. Ja, das habe ich hier also nochmal kurz hingeschrieben. Das heißt, diese negative Diffusion ist ziemlich unschön. Ja, also die Amplituden wachsen einfach exponentiell und es kommt am Ende nur noch Blödsinn heraus. Und man kann das Ganze nicht wirklich stabilisieren. Vielleicht aber doch, weil eines Tages kamen also zwei Typen, also Peter Lax und Kurt Friedrichs, wahrscheinlich auch wieder in einer Zeit kurz bevor überhaupt digitale Computer aufgetreten sind. Ich glaube, Kurt Friedrichs ist tatsächlich auch der Friedrichs aus dem Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium. Oh, ich sehe gerade, der wurde sogar in Kiel geboren. Okay. Wo jemand geboren wurde, ist sowieso irrelevant, aber naja. Mal so eine kleine Geschichte nebenbei. Und das ist tatsächlich der Friedrichs von dem Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium. Und Peter Lax, okay. Ist das überhaupt die richtige Seite? Ja. Das war offenbar ein ungarischer Mathematiker. So, was haben die jetzt gemacht? Die haben sich also dieses FTCS-Schema mal vorgenommen und eines Tages kam denen dann die brillante Idee, ganz minimal was an dem Code zu verändern. Und zwar haben sie hier einfach bei der Zeitableitung, da steht ja hier dieses UIN, haben sie einfach dieses UIN ausgerechnet über eine arithmetische Mittelung von den räumlichen Nachbarpunkten. Nicht? Also die Nachbarpunkte von UI sind natürlich UI plus 1 und UI minus 1 und das Ganze haben sie dann durch 2 geteilt und das Ganze für den Zeitschritt n durchgeführt. Ja, also wie man auf so eine Idee kommen kann, okay. Wenn man das dann mal genauer analysiert, also man kann das dann hier einsetzen und das genauer analysiert, sieht man, dass man diese negative Diffusion hier damit dämpfen kann. Das heißt, die Lösung explodiert dann nicht mehr, sondern ich habe eine sehr viel stabilere Lösung. Und naja, jetzt kann man sich ja schon vorstellen, was jetzt als nächstes kommt. Man stellt das Ganze hier wieder nach dem zukünftigen Wellenfeld um, bekommt dann dieses finite Differenzenschema, was ihr dann in Aufgabe Nummer 2 von diesem Notebook natürlich auch gleich implementieren dürft. Das heißt, ich habe das auch wieder zu 99% vorgegeben. Also das ist jetzt der Linear Advection Lax Code oder Lax Code oder was auch immer. Das heißt, ihr müsst auch hier einfach nur das Integrationsschema so eintasten, wie das hier in Gleichung Nummer 3 steht.
Nicht? Also auch da wieder darauf achten, dass ihr hier die Klammern richtig setzt, wenn ihr hier durch 2 teilt und hier durch 2 teilt und so weiter. Ja? So, das Ganze kann man dann hier ausführen und mal testen und herauskommt, es kommt zwar eine stabile Lösung heraus, aber die Diffusion ist trotzdem noch sehr viel schlimmer. Ich bekomme jetzt also positive numerische Diffusion, die noch schlimmer ist als bei dem originalen FTBS-Schema, Forward in Time, Backward in Space Schema. Das heißt, das ist etwas frustrierend. Also was man jetzt noch machen kann, ist, man kann noch verschiedene andere finite Differenzen-Schemata ausprobieren, die aber irgendwie alle am Ende an dem gleichen Problem scheitern. Es tritt immer diese numerische Diffusion auf. Ja? Das heißt, mit den klassischen finite Differenzen-Ansätzen kommen wir hier nicht wirklich weiter. Es gibt aber einen Ansatz, der ziemlich gut funktioniert. Und das Coole an dem Ansatz ist, ihr kennt den Ansatz bereits ansatzweise. Also da verweise ich jetzt nochmal, ohne mich jetzt hier nochmal selbst loben zu wollen, auf diese tolle Segelbootaufgabe. Dieser Ansatz basiert so ein bisschen auf dieser Segelbootaufgabe. Also absolut genial, die Aufgabe. So, das heißt, was wir jetzt also haben wollen, ist ein Schema, was also eine möglichst geringe oder am besten gar keine numerische Diffusion zeigt und auch irgendwie nach Möglichkeit nicht durch das Courant-Kriterium begrenzt ist. Das wäre natürlich auch super cool, wenn man jetzt also irgendwie kein Zeitschrittkriterium für den Zeitschritt irgendwie einhalten müsste. Was man da macht, ist ein sogenanntes Marker-Based oder Tracer-Based Advektionsschema. Das will ich hier nochmal kurz erläutern, wie das Ganze genau funktioniert. Ich muss hier mal so ein bisschen die Zelle neu ausführen. Da müsst ihr mal drauf achten, also hier ist das Schema nochmal so mit in einzelnen Schritten aufgeführt und wenn man das nicht ausführt, diesen Markdown-Text steht hier überall 1. Das soll nicht so sein, sondern hier soll 1, 2, 3, 4 stehen. So, was ist jetzt die grundsätzliche Idee? Ich habe hier einmal mein finite Differenzengitter, ja, also mein räumliches Gitter. Was ich jetzt mache, ist, ich führe sogenannte Marker ein. Marker sind einfach Punkte, die sich relativ zu dem Gitter bewegen können. Das heißt, die haben dann zu einem bestimmten Zeitschritt irgendwie die Position X Mark und irgendwie meine Werte U Mark. Ja, also das sind die Größen, die ich transportieren will, also zum Beispiel Temperatur oder Dichte. So, was ich jetzt mache ist, im ersten Schritt mache ich genau dasselbe wie bei der finite Differenzenmodellierung. Das heißt, ich gebe mir erstmal so eine Anfangsverteilung U0 vor. So, und dann funktioniert dieses markerbasierte Verfahren so. Ich habe jetzt ja meine Funktion U0 auf diesem finite Differenzengitter definiert und jetzt interpoliere ich einfach von dem finite Differenzengitter meine Werte auf die Marker. Position. Nicht? Was ich da effektiv mache, kann man sich so vorstellen, ich kippe jetzt einfach Sand auf eine Schubkarre. Nicht? Also diese Marker kann man sich wie Schubkarren vorstellen und ich ordne jetzt einfach jeder Schubkarre eine gewisse Menge an Sand zu. Ja? Und das kann man sehr schön machen mit dieser Funktion numpy.interp. Und zwar will ich das interpolieren von der X-Position auf dem finite Differenzengitter, wo sich also auch die Werte U befinden, auf die Markerposition und entsprechend habe ich dann in jedem Marker den Funktionswert U Mark, also wie gesagt Dichte oder Temperatur. So, und statt jetzt einen finite Differenzenansatz zu wählen, um das mit dem Vorwärtsoperator, rückwärts zentralen Operator oder sonst was auf dem finite Differenzengitter zu propagieren, bewegen wir jetzt einfach die Punkte. Also sprich, wir haben jetzt die Schubkarren beladen und jetzt bewegen wir sie einfach mit einer konstanten Geschwindigkeit in eine Richtung. Und man sieht, die entsprechende Gleichung dafür ist ziemlich genau das, was wir auch bei der Segelbootaufgabe hatten. Nicht? Das heißt, die neue Position des Markers P oder was auch immer
zum Zeitschritt n plus 1 berechne ich einfach aus der alten Position plus c mal Delta t. Nicht? Das ist also wieder eine ganz simple, gewöhnliche Differentialgleichung, die wir da lösen. Das heißt, wir schieben alle Markerpositionen eine gewisse Zeit lang mit einer gewissen Geschwindigkeit nach rechts in diesem Fall. Und wie gesagt, nochmal der heiße Tipp, das ist auch in der obercoolen Wie segle ich ohne Windaufgabe schon mal vorgegeben gewesen. Was hat das jetzt eigentlich für einen Vorteil? Ich habe jetzt die Werte, also dieses U, also die Dichte oder die Temperatur, auf die Schubkarren geladen und dadurch, dass ich jetzt die Werte an diese Punkte gebunden habe und einfach nur die Punkte bewege, habe ich keine numerische Diffusion mehr. Ja, weil ich bewege jetzt die Punkte, also die Schubkarren mit der Massenverteilung drauf, einfach relativ zu meinem Finite-Differenzen-Gitter. Und ändere aber nicht den Inhalt der Schubkarren. Ja, das heißt, wenn die irgendwie einen Wert von 2 Kilogramm pro Kubikmeter oder was auch immer haben und ich sie dann entlang des Gitters bewege, bleibt das immer konstant. Ja, weil die Masse an die Schubkarre gebunden ist und die ändert sich nicht. Bei den Finite-Differenzen-Verfahren mit den verschiedenen Operatoren war das nicht der Fall. Da gab es also diese numerische Diffusion, das heißt, der Sand ist auch noch so räumlich durch die Gegend diffundiert. Und das verhindert man halt sehr schön mit diesem Marker-in-Cell-Verfahren. So gut, nachdem man dann hier im zweiten Schritt also die Schubkarren einen gewissen Zeitschritt bewegt hat, interpoliert man einfach die Werte der Markerposition wieder auf das finite Differenzengitter. Das kann man also auch wieder mit der Interp-Funktion machen. Das ist eigentlich genau der umgekehrte Schritt zu dem, was man hier durchgeführt hat. Und was man dann halt bekommt, ist genau dieselbe Verteilung wie am Anfang. Nicht, weil ich habe an der Verteilung selber nichts geändert. Die war ja an die Punkte gebunden und ich habe jetzt einfach die Schubkarren quasi abgeladen, ohne jetzt irgendwie eine Diffusion zu haben. Das ist also ein sehr cooler Ansatz. Gut, und dann kann ich wieder zu Schritt 1 übergehen. Das heißt, ich lade die Schubkarren wieder voll, bewege die Schubkarren ein bisschen, im gewissen Zeitschritt Delta T. Und ja, mache ich das einfach, lade das dann hier wieder ab. Und wiederhole das halt so lange, bis ich hier mein T-Max erreicht habe. Und dieses Verfahren hat den ganz enorm großen Vorteil, dass das keine numerische Diffusion zeigt. Ja? Das heißt, wenn in der Klausur zum Beispiel gefragt werden würde, was wäre das optimale Verfahren, um die 1D-Advektionsgleichung zu lösen, also egal, ob das jetzt linear oder nicht linear ist, dann wäre die Antwort lauten das Marker-in-Cell-Verfahren. Okay? So, und das sollt ihr jetzt natürlich hier auch mal implementieren. Habe ich also auch schon wieder alles vorgegeben. Ich habe auch hier schon die Marker definiert. Nicht? Also wie viel Marker will ich haben? Das sollen in der Regel sehr viel mehr Marker sein, als wir räumliche Gitterpunkte auf unserem Finite-Differenzen-Gitter haben. Und dann habe ich auch gleich hier die Anfangsposition der Marker vorgegeben. Ja? Ansonsten ist hier bisher alles noch gleich. Jetzt kommt hier wieder schreiender Kommentar. Das heißt, hier müsst ihr jetzt genau das eintasten, was da oben irgendwie vorgegeben ist. Also eigentlich das, was jetzt hier in Schritt 1, 2 und 3 steht, das muss jetzt irgendwie hier nochmal ausgeführt werden. Relativ einfach ist dieser Teil hier und dieser Teil, weil da muss man, glaube ich, müsst ihr nochmal überprüfen, tatsächlich nur diese Kommandos hier kopieren. Dahin und dahin. Und dieses X-Mark, das soll man halt mit Hilfe von Gleichung Nummer 4 irgendwie realisieren. Da müsst ihr dann mal gucken, wie ihr das macht. Das könnt ihr eigentlich genauso machen wie bei der Segelbootaufgabe. Ist eigentlich auch schon vorgegeben, also zumindest die linke Seite hier, die steht da schon. Ja, also es ist einfach, wie bewege ich hier meine Marker oder meine Schubkarren hier durch die Gegend. Ja, also eigentlich auch eine ziemlich simple Aufgabe. Und ihr könnt dann hier natürlich nachher testen, ob das richtig ist. Also man sieht jetzt auch, hier
hier in dieser Zelle ist der Zeitschritt vorgegeben. Das heißt, ich verwende hier kein Coron-Friedrichs-Levy-Kriterium, sondern das ist unabhängig davon. Das heißt, ich kann eigentlich beliebig große Zeitschritte wählen. Zu groß sollten die allerdings auch nicht sein. Da gehen wir dann später in der Vorlesung auch nochmal drauf ein. Aber okay. Das heißt, ich brauche nicht mehr ein ganz so strenges Kriterium wie bei dem Coron-Friedrichs-Levy-Kriterium. Ja, okay, und wenn ihr das ausführt, dann sollte am Ende eine Lösung rauskommen, die ziemlich genau der analytischen Lösung auch entspricht. Weil es klar, ihr habt jetzt keine numerische Diffusion mehr und das sollte sich also mehr oder weniger decken. Ja? Das heißt, versucht das mal rauszubekommen. Und wenn es Probleme gibt, naja, werden wir dann ja sehen. So, dann habe ich noch eine Bonusaufgabe, zu der ich jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen will. Also das ist jetzt mal eine echte Bonusaufgabe, ohne dass ich jetzt hier zu viel spoilere. Naja, vielleicht doch ein bisschen. Also ein Problem, was wir jetzt haben, ist, diese Marker laufen hier einfach immer alle nach rechts. Und das Problem ist natürlich, irgendwann stoßen sie auch mal auf den rechten Rand. Ja, das tun sie, wenn man das für eine gewisse Zeit macht, also 13 Sekunden noch nicht so wirklich. Aber wenn man es noch länger laufen lässt, gibt es halt das Problem, dass die irgendwann den Rand erreichen. Das heißt, was dann irgendwann passiert ist, die Marker laufen aus meinem Rechengebiet heraus und ich habe dann irgendwann keine Marker mehr zum Advektieren. Das ist natürlich dezent blöd. Das heißt, was man da machen muss, ist, man muss sogenannte periodische Ränder einbauen. Das heißt, man soll jetzt einfach mal die Funktion von da oben kopieren, umbenennen in Marker in Cell Periodic und sich dann mal überlegen, wie kann ich diese periodische Randbedingung tatsächlich implementieren. Das heißt, man muss eigentlich Folgendes machen, sobald die X-Mark-Position größer als L wird, also größer als mein Rechengebiet, das sich ja von 0 bis L hier erstreckt, verschiebe einfach die Markerposition wieder zum linken Rand. Nicht? Also dann soll einfach x-Mark auf x-Mark minus L gesetzt werden. Das ist noch relativ einfach zu implementieren. Das ist nämlich einfach nur eine if-Abfrage. Also man muss eigentlich nur so eine Vorschleife hier über alle Markerpositionen irgendwie einbauen und dann mal abchecken, welche Markerposition mein Gebiet verlassen oder verlassen haben oder dabei sind, das Ganze zu verlassen. Nee, die das wirklich verlassen haben. Okay. Ja, und dann muss man die Markerposition natürlich entsprechend verschieben. So, und jetzt gibt es ein kleines Problem. Wenn ich das jetzt mache, diese Markerposition verschiebe, funktioniert meine NumPy.interp-Funktion nicht mehr. Weil diese NumPy.interp-Funktion setzt voraus, dass die x-Koordinaten in aufsteigender Reihenfolge definiert sind. Das heißt, man muss die Markerposition hier irgendwie noch sinnvoll umsortieren. Das heißt, das ist dann der Hauptknackpunkt von dieser Bonusaufgabe. Also sollte es zumindest sein, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Da gibt es also komplizierte Lösung und ziemlich geniale Lösung. Ein Student im letzten Semester hat eine ziemlich geniale Lösung dazu gefunden. Das heißt, versucht mal das Problem zu lösen. Ich habe ja hier auch schon wieder jede Menge dazu verraten, aber wie gesagt, das ist eine Bonusaufgabe. So, was haben wir jetzt also in dem Notebook gelernt? Zunächst mal dieses 1D-lineare Advektionsproblem sah ja ziemlich billig aus. Nicht? Hätte man auch irgendwie erwartet, okay, ich setze jetzt einfach FD ein, also jetzt vorwärts, rückwärts, Zentraloperator oder was auch immer. Und bekomme dann eine perfekte Lösung heraus. Das ist aber leider nicht der Fall. Nicht? Also der Rückwärtsoperator zeigt dann die sogenannte numerische Diffusion. Und andere Methoden, also den Rückwärtsoperator durch einen zentralen Operator zu ersetzen, das führt dazu, dass die ganze Modellierung instabil wird aufgrund von negativer numerischer Diffusion. Das Ganze kann man dann zwar mit diesem Lax-Friedrichs-Verfahren hier stabilisieren, aber das Problem ist, das Ergebnis ist nachher schlechter als das FTBS-Verfahren. Ja? Das heißt, der
absolut numerisch beste Ansatz. Okay, es gibt vielleicht noch etwas ausgefeiltere Verfahren, aber das, was wir jetzt hier kennenlernen werden, ist das sogenannte Marker-in-Cell-Verfahren. Also damit löst man eigentlich solche Advektionsprobleme und hat dann den großen Vorteil, dass man keine numerische Diffusion hat. Man muss auch nicht mehr dieses strenge Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium für den Zeitschritt einhalten. Und was ihr hoffentlich auch sehen werdet, es ist relativ einfach zu implementieren in vorhandene finite Differenzencodes. Nicht? Da oben ist ja ein finite Differenzencode vorgegeben und den solltet ihr jetzt einfach so ein bisschen modifizieren, sodass ihr dann dieses Marker-in-Cell-Verfahren verwenden könnt. So, und wenn ihr das alles so ungefähr mitgenommen habt aus dieser Vorlesung, beziehungsweise aus der vorhergehenden Vorlesung und dieser Übung, dann ist das schon mal ziemlich gut. Das heißt, das Thema Advektion hätten wir damit dann so mehr oder weniger abgehandelt, zumindest in 1D. Gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann bei der nächsten Vorlesung. Tschüss.